Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich einen coolen Trick, wie ihr diese Sachen, die man im Livestream gesehen hat, wie man die hier nachbauen kann, wie man Items, wie gesagt, hier so als Podium oder so als Deko-Element reinbauen kann. Auf jeden Fall ein cooler Trick, würde ich sagen, wir legen los mit dem Video. Aber bevor wir mit dem Video loslegen, würde ich erstmal sagen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts weiteres von Items auf meinem Kanal nicht mehr verpasst. Aber was wir dafür brauchen, ist folgendermaßen. Erstmal müssen die ganzen Viecher hier weg. So, und sagen wir jetzt mal als Beispiel, wir kennen es ja, wir haben den Weapon-Stand-Holder, oder das heißt mir ja gesagt, der Tool-Stand-Holder. Und mit dem können wir eigentlich ja auch schon rein logischerweise hier so zum Beispiel einen Inferno-Hammer einfach reinstecken und das war es dann eigentlich auch schon. Aber wir sehen auf jeden Fall, der leuchtet nicht, also das ist kein irgendwie Dreheffekt und der ist noch wesentlich kleiner als der hier auf jeden Fall hier hinten. Und das Hauptargument, warum halt diese Sache da wesentlich cooler ist, ist, weil man kann hier nur Tools reinpacken. Ich könnte zum Beispiel auch eine Axt reinpacken oder eine Spitzhacke oder was auch immer, aber wir können hier keine Tools reinpacken. Und das kann man mit diesem Trick hier hinten auf jeden Fall machen. Zum Beispiel hier habe ich hier mal die Godzilla-Stuff einmal reingepackt, wie das aussieht aus dem Testen. Aber eins ist zu bedenken, Leute, dieser Test funktioniert nur mit Items, die auch groß genug sind. Mit groß genug meine ich damit, dass man halt sie auch noch sehen kann, weil man kann auch als Beispiel, jetzt mal kurz gleich demonstrieren, man kann natürlich auch hier zum Beispiel, was gibt es halt, was man noch haben kann, ein royales Bett, ein King Royal Bett, aber das ist halt nachher sehr klein. Aber ich werde es noch kurz zeigen, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, wie man es überhaupt baut. Nämlich am besten funkt es auf jeden Fall mit dem Dragon Egg und mit dem Inferno Dragon Egg. Aber am allerbesten funktioniert es auf jeden Fall mit den Cauldrons. Und was er braucht, sind geschlossene Cauldrons. Das ist das Wichtigste. Er braucht dafür geschlossene Sachen. Es funktioniert auch mit einer normalen Pirate Chest, aber das ist halt nicht so geil wegen der Hitbox. Das Ei, muss man zu sagen, ist auch nicht so geil, weil das hat halt hinten noch irgendwie noch einen Block extra, der das nicht ermöglicht, dass man einen Block hier hintersetzen kann. Deswegen werden wir auf jeden Fall für diesen Test heute diesen Cauldron mal nutzen. Und was wir machen müssen, ist folgendermaßen. Wir holen uns mal kurz einen Teppich unserer beliebigen Wahl. In dem Fall ist das ein schwarzer Teppich und wir nehmen dann noch Stone Bricks. Und wir bauen jetzt erstmal hier so eine halbe Form. Dann platzieren wir den Cauldron rein. Das Einzige, was man beachten müsst bei dem Cauldron platzieren, ist, wo dieser Stab rausguckt, weil das kann halt schon annoying sein. Sagen wir zum Beispiel, wir wollen hier einen hier hinsetzen und den anderen soll in diese Richtung gucken. Dann macht ihr hier davor einen hin. Jetzt müsst ihr ganz leicht, ich weiß nicht, ob es ein Handy ist, aber auf jeden Fall ein PC, müsst ihr ganz leicht hier einen Teppich schon dran placen oder einen Block, was auch immer, und dann diesen Teppich hier drüber setzen. Dann sehen wir, hier könnte ich schon über das Item laufen und wir sehen, der Cordon ist auf jeden Fall abgedeckt. Das haben wir noch kurz noch hier auf der anderen Seite auch genauso. Denn das Problem ist, diese Cordons, die ihr hier sehen, sind auch noch nicht geöffnet. Wir haben sie sogar in den Loot geöffnet, aber der Loot, der ist noch in dem Cordon drin. Und das Problem ist, dass der rein logischerweise dieser Pop-Up oder diese, ja, Open Cordon die ganze Zeit noch da sein würde. Deswegen müssen wir Folgendes machen. Wir müssen einen Teppich setzen, da der Teppich erstens, wir können über den rübergehen ganz leicht. Und zweitens, er versteckt hier so gesehen diesen kleinen, ja, Prompt, der hier auftaucht. Denn das ist das Wichtige dran. Und jetzt, Leute, kommen wir zum Schwierigsten von allem. Nämlich, wir müssen das gewählte Item aussuchen. Und wie schon gesagt, Sachen, die beim Aussehen größer sind, werden natürlich auch größer dann erscheinen. Als Beispiel, wenn wir einen Inferno-Hammer nehmen und wir nehmen einmal einen Fisch. Wir haben jetzt hier zwei Items, die, wenn man diese droppt, gigantisch sind. Und das ist, was das zählt. Nämlich, wie man sie droppt. Wenn das Item jetzt zum Beispiel so groß ist, wie es hier gedroppt wird, dann wird es auch, ja, vielleicht ein bisschen größer, aber wird auf jeden Fall hier in diesem Cordon genauso groß angezeigt. Das heißt, der Schwertfisch, den wir haben, wird auch genauso groß angezeigt. Aber haben wir jetzt als Beispiel, wie gesagt, das royale Bett oder irgendwas krasses. Nehmen wir mal was krasses. Nehmen wir eine Vending Machine. Nehmen wir eine Vending Machine. Wir sehen, eine Vending Machine ist sehr klein und die wird auch genauso klein displayed. Und das werden wir kurz machen. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall den Schwertfisch reinpacken, weil das eigentlich mit dem Hammer das gleiche ist, was da drüben ist. Und hier werden wir jetzt nachher die Vending Machine reinpacken. Was wir jetzt machen müssen, ist sehr tricky. Wir müssen während des Hatchen oder während des Gambling-Prozesses müssen wir ein Item ganz schnell reinpacken. Das heißt, wir müssen F drücken. So. Und jetzt schon mit der Maus drauf. Und dann jetzt das hier rein. Schnell rein da. So. Und das ist da drin lassen. So, wir haben jetzt hier, sehen wir, wir haben jetzt hier 90 Vending Machines drin. Jetzt nicht optimal. Am besten soll man versuchen, natürlich mal eine Vending Machine da reinzupacken. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt einen drin. Und wir sehen auch gerade sogar, hier ist sogar der Pumpkin Seed sogar noch drin. Das heißt, man behält die Sachen auch sogar noch. Aber wir sehen hier, warte mal, der Pumpkin Seed wird hier displayed. Das ist nicht schlimm, keine Sorge. Wir machen mal kurz hier noch den Schwertfisch einmal rein in diese Maschine hier oder in den Cauldron. Das heißt, Schwertfisch rein. So, komm. Rein da. So, der ist jetzt drin. Und wir würden jetzt rein, logischerweise, wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt hier eine... Ah, auch Pumpkin Seed. Okay, so. Wir sehen es hier, wir haben hier zwei Pumpkin Seeds. Das ist okay.
Denn wir machen jetzt mal kurz hier die Sache vorne zu. So, einmal kurz zumachen, dass wir nicht aus Versehen irgendwie doch dann das da auf jeden Fall einbauen. So, wir haben das jetzt zugemacht. Wir sehen aber immer noch, da steht Pumpkin Seed. Was wir jetzt machen müssen, im idealen Fall, ist einmal kurz diese Welt neu zu laden. Am besten geht es, wenn wir kurz mal auf eine andere Insel gehen. Ich gehe mal auf diesen Self-Slot 3 hier drauf. Jetzt sind wir hier auf einer, ja, anderen Slot-Insel. Und von hier aus müsst ihr ganz einfach wieder zurück zu eurer Insel, zu eurer Main-Insel. Also kriegen wir auf Main und fliegen wir kurz wieder zurück zur Insel. So, wir sind jetzt auf unserer anderen Insel und wir sehen, da auf einmal sind die Sachen drin. Wir sehen zum Beispiel hier, ja gut, also die Vending Machine sieht erstaunlicherweise ein bisschen größer aus, als wenn man sie gedroppt hat. Also ein bisschen größer werden die Items schon, aber man muss halt gucken, was für Items. Und das Schwert steht natürlich, der ist auf jeden Fall gigantisch geworden, auf jeden Fall. Aber dafür das Problem, er steckt halt ein bisschen tief im Boden drin. Das gleiche können wir auch mit Treasure Chest machen oder mit dem Inferno Egg. Mit dem Inferno Egg sieht es so ein bisschen cooler aus, weil dann hat man halt nicht hier diese Blubberblasen plus dieses Stäbchen raushängen, sondern nur so eine kleine, ja, Kuppel. Nur das Problem ist halt, was sie hier machen können mit den Cordons, weil die Cordons halt deswegen besser sind, ist ganz einfach, wir können dann hier als Beispiel sagen, okay, hier, ihr könnt bei euch, also bei mir könnt ihr eine Vending Machine kaufen, das heißt, packen wir kurz hier eine Vending Machine rein, zack, und das können wir als Item für eure Shops zum Display machen, das heißt, Vending Machine hier zu kaufen für 10 Coins, ist jetzt sehr billig, aber ihr wisst, was ich meine. Und das kann man halt mit dem Inferno Egg nicht, da das Inferno Egg aus irgendwelchen mysteriösen Gründen diesen Block hier am Ende auf jeden Fall braucht. Wir können mal gucken, was wir noch so im Inventar haben, was wir kurz mal reinstecken können. Und das ist auch ein Problem. Wenn ihr Items wechseln wollt, ihr müsst immer bedenken, ihr müsst immer wieder einen neuen Cordon am Start haben. Denn nur nicht öffnete Cordons reichen dafür aus, dass wir das hinkriegen. Ich weiß auf jeden Fall, das Teil hier war riesig. Wir nehmen mal das Vollzeiber und wir nehmen mal das Pumpkin Bett. Das war auch riesig. So, was wir jetzt machen müssen, wenn wir jetzt als Beispiel Items austauschen wollen, nehmen wir uns eine Spitzhacke hier. Und dann machen wir kurz hier die Bude an der Seite auf. Reißen das auf und holen uns mal kurz hier den Reward. Wie gesagt, wir kriegen ja alles wieder zurück, was wir da reingepackt haben. Auch sogar die Pumpkin Seeds, die werden natürlich nicht mitgenommen, aber halt, die müssen wir per Hand entfernen. So, wir reißen mal kurz hier die Cordons raus, weil wie gesagt, die sind jetzt quasi getrashed. Gott sei Dank, durch mich können wir das Cordons endlich abbauen. Ich habe es geschafft, eigentlich da durchzukommen. Und wir setzen mal kurz neue Cordons. So, einmal öffnen und jetzt ganz schnell, komm. So, zack, da das Bett rein und dann nochmal hier öffnen und dann hier auch nochmal schnell der nächste Bett rein. Einmal das hier rein. So, machen wir wieder zu unserer eigenen Sicherheit. Das bekommen wir kurz mal gucken. Pumpkin Cat, okay, und ein Cobweb. Okay, also nichts krass eigentlich so gesehen. Und jetzt sagen wir, switchen da kurz mal wieder die Insel. Das heißt, wie gesagt, einfach wieder hier auf My Profiles auf einen anderen Self-Stock gehen und von hier aus wieder zurückgehen. Natürlich kann man auch sagen, man geht von hier aus auch einfach kurz durchs Portal wieder zurück. Macht im Endeffekt keinen Unterschied, weil es eigentlich das Gleiche ist, aber seitdem dem neuen Update, dass man jetzt immer für jede Welt teleportiert wird, ist auf jeden Fall kurz, schnell auf eine separate Insel switchen, auf jeden Fall effizienter. So, und jetzt hier auf der anderen Insel angekommen, sehen wir hier auch das Bett und der Konopika-Bett, oder wie es auch mal gesprochen wird, sind auf jeden Fall gedisplayt. Wir sehen auch schon hier die zum Beispiel, die schweben wesentlich, also wirklich wesentlich höher über dem Boden als die anderen eins davor. Wie gesagt, das ist halt, wie gesagt, itemabhängig, da muss man ein bisschen rumfuchsen, ein bisschen gucken, was auf jeden Fall am besten passt. Aber so kann man auf jeden Fall auch einen coolen Shop-Design und eventuell das ein oder andere coole dekorative Item auch nutzen. Und wenn euch das gefallen hat, dieses kleine Video zu diesem kleinen Trick in Islands, dann schaut es auf jeden Fall in die Kommentare rein, ob ihr den schon kanntet oder nicht. Aber ich würde sagen, wenn das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr hier eben seid oder auch eben Frauen, dann lasst mal ein Abo auf dem Kanal da. Aktiviert die Glocke, dass ihr das nächste von Islands verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!